Ja, Löchen, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit Immortals Fenyx Rising im DLC. Bewegen wir uns weiterhin fort. Ja, ich muss hier die Tür irgendwie aufkriegen. Für die letzte Prüfung, ich krieg's nicht hin, ne? Hier fehlt irgendwie was. Ich habe keine Ahnung was. Vielleicht kommt das auch hinterher dazu. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Es ist, ja, eine letzte übrige Prüfung, die er halt hat. Der Jute Ares. Hier ist noch eine, aber die wird wohl ganz zum Schluss kommen. So, ja, Strom wird hier erfordert oder gefordert. Hier wird auch eingeblendet, dass ich mein Abbild doch hinstellen kann auch. Also, soweit ist klar. Da muss ich ihn auch benutzen. Ich habe jetzt schon spekuliert, dass das vielleicht stromleitend ist. Das ist aber nicht, wie ihr sehen könnt. Ne, bringt nichts. Hatte ich ein bisschen gehofft. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich habe gerade gedacht, ich könnte so locker flockig mir nichts, dir nichts euch zeigen, wie man hier reinkommt. Oder ja, einfach den Ablauf, ne? Wie ich die Tür öffne. Ja, denkst du? Bringt alles nichts. Muss man mal schauen, so vielleicht. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Ja, jetzt habe ich es gesehen, was da los ist. Da kann man. Die Druckplatte, die ändert sich, ne? Warte mal. Bin echt gerade auf dem Schlauch. Ich dachte, ich nehme es jetzt einfach mit dem Versuch. Das ist ein Rätsel für sich selber, was wir jetzt hier haben. Ja, so geht's. So geht's. Und hat letztendlich so geklappt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder hier getrickst habe oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich bin drin. Ganz schön tricky, aber ich hoffe mal, das wird jetzt nicht ähnlich so schlimm. Prüfung des Kampfes. Ich sehe da auf jeden Fall schon mal die Optionale. Stürme nicht zählen. Prüfung des Kampfes ist meistens kein schlechtes Zeichen, ne? Beziehungsweise, was heißt kein schlechtes Zeichen? War bisher meistens, in den meisten Fällen keine schlechte Prüfung. So ist es besser. Aber wir machen einfach mal so. Das müsste doch passen, oder? Ja, das zählt. Achso, er schmeißt die rüber. Dankeschön. Sehr nett. Muss ich nur noch schauen, dass ich wahrscheinlich hier so eine Leitung aufbaue, ne? Schmeiß mal rüber, Kumpel. Ja. Danke. Danke. Dankeschön, hat doch geklappt. Nein, hat nicht dauerhaft geklappt. Shit, warum? Ach so. Nein, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Hör mal auf damit. Hier, schmeiß ich dir zurück vom Kopf. Fang mal. Ganz geschmeidig. So, jetzt ist er lange genug betäubt, jetzt rennen wir schnell durch. Ja, hat geklappt. Die Sache mit dem Schlachthund wird auf meinem Hof nicht schlagen, oder? Was meinst du? Die Leute werden das schnell vergessen, oder? Ja.
vorletzte Prüfung ist es übrigens. Also dann sind wir durch. Mit Ares. Dann nur noch zwei Aphrodite. Nee, doch, Aphrodite, genau. Komme ich mit dem Namen schon wieder durcheinander. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine geheime. Ey. Läuft ja. Auf einmal nicht mehr so gut. Heilung wäre mal nicht schlecht, ne? Ich kann mich zwar auch noch wiederbeleben, einmal, aber halt auch noch einmal. Gleich kommen bestimmt noch richtige Brocken. Also ich muss schon gucken, dass ich glaube ich so bis 16, 17 aushalte mit der ersten Lebensleiste, bevor ich hier drauf gehe. Ja, jetzt wird es kniffliger. Ausdauer und tot. Aber bei 15, okay, 9 Stück muss ich jetzt noch aushalten. Ist schon gut an. Voll Phosphor vergessen. Okay, die sind keine Gefahr. Ja, ich glaube, das ist das, was ich meinte. Jetzt kommt dann noch Minotauros, dann wird bestimmt gleich noch ein Auge kommen. Zyklop meine ich. Bisschen Phosphor wieder. Nein, aber nicht jetzt noch drauf gehen hier. Boah, das wäre so ärgerlich. Einfach nur sehr ärgerlich. Wenigstens respawn die Ausdauerkugel. Beziehungsweise die Gegner lassen ordentlich viele fallen, ne? Das ist ja ganz nett. Mal schauen, wie ich da jetzt gleich hinkomme auch. Gleich im... Oh nein, wieder mit Portal. Warum... Warum einfach nur? Was jetzt? Muss ich den Zeitraum platt machen? Gewisses Zeitfenster oder was?
Fließt doch nicht so weit auseinander. Mal lädt doch mal schön zusammen. Was? Ja, ja, ich müsste im gewissen. Ich habe ein gewisses Zeitfenster dafür, okay. Gott, stellt sich gar nicht so leicht heraus, ne? Ohne Heiltrank. Phosphor noch da nebenbei einsetzen, aber. Nein! Ach. Ja, man sollte auch die Ausdauer wieder auffüllen, bevor man angreift, ne? Ich glaube, erst Phosphor einsetzen und dann rüberfliegen. Oder eine der ersten Sachen, die ich machen sollte, ist Phosphor dann aktivieren. Arschbacke. Ja, schmeißt du mal. So. Uiuiui, der macht aber ordentlich Schaden, der gute Phosphor. Aber nicht ausreichend, weil. Oder? Vielleicht doch. Doch. Puh. Was jetzt fair an der Sache war, dass wir Ausdauer hinzugekommen haben mit jedem Schlag. Also das war jetzt okay. Hätte schlimmer sein können, ne? Aber dafür mache ich den. Ja, ich habe gedacht, das reicht. Nein, das reicht nicht. Hoffentlich bleibt die Tür jetzt offen. Ja, er sieht so aus. Ja. Oder? Athlet jetzt aber auch relativ langsam auf, ne? Muss man schon sagen. Ja, doch, es ist noch offen. Ist noch offen. Hä? Och. Der sieht mir noch gar nicht mehr. Dankeschön. Iris, Götterboten des Regenbogens. Auf dem Regenbogen zu fliegen und das Wort der Götter zu verbreiten, klingt nach einem sehr guten Zeitvertreib. So, mein Zyklopenfreund. Ich glaube, den mache ich. Der schmeißt da einfach nur. Der tut mir jetzt nicht per se den gefallen, ne? Ich krieg die Kisten noch alleine rüber oder ohne deine Hilfe. Klappt schon. Der spawnt immer wieder, toll. Ja, das klappt ja eins auch. Nehm mal so eine Kiste und schmeiß mal bitte rüber, ja? Sehr freundlich. Okay. Brauche ich eine zweite? Oh, die hat der schon rübergeschmissen.
Ach so, und dann. Okay. Ja, ziemlich eintöniges Gesülze von mir, ne? Jetzt brauchen wir noch eine als Kette, ne? Ne, gar nicht wahr? Der hält das, ja. Sehr schön. Aber trotzdem muss ich eine rüber, ja, hoffen, dass er noch eine schmeißt. Schmeiß mal rüber. Naja, war jetzt ja doch nicht so wild. Ich habe gedacht, das ist jetzt wieder mit Ebenen und ja, der ganze Bums wie immer halt, ne? Habe ich echt befürchtet. So, eine brauche ich. Ich komme da nicht dran, oder? Doch. Ein großer Schritt, den wir hier getan haben. Jetzt noch der Arena-Kampf, dann sind wir durch. Jetzt! Da freue ich mich doch. Nur noch Boss klatschen. Hier. Dafür darf ich jetzt noch nicht sterben. Jetzt hier die Prämisse. Ich war erkältet und ich habe in der Nacht davor ganz schlecht geschlafen. Eine Ausrede nach der anderen. Die war aber nicht schlecht. Also die Kampfherausforderungen, die sind okay. Egal von welchem Gott eigentlich bisher. Die werden am Ende auch noch richtig was bringen. So. Dann führen wir mal ein kleines Gespräch mit Ares. Erstmal fragen, was die Idee sollte, hier ja, so unnötig zu fordern. Okay, du Schlingel. Du triumphierst wieder und wieder. Nun, bist du bereit, dir Ares Segen zu verdienen? Aber hallo, diese Prüfung wird ein Kinderspiel. Also, die ist einfach nur geöffnet. Na dann. Mir ist aber so, als ob ich da. Ja, da ist gut, ne? Als ob ich hier allgemein irgendwo noch so einen Propeller gesehen habe. Diese Windmechanik. Ich würde mal sagen, allgemein. Das wollte ich eigentlich schon letztes Mal machen. Ach, ich kann ja gar nicht hochklettern. Halt ich doch mal. Naja, der hält sich da nicht fest. Ah, Fallschaden kriege ich aber, Dankeschön. Mal so umschauen mit der Ego-Perspektive oder in der Ego. Wie war das? Ach so. Ach hier, guck mal. Hier ist eine Kiste. Ich habe mir nämlich schon gedacht, ich glaube 24 brauchen wir. Ja, doch 24. Hier werden bestimmt auch noch ein paar sein. Von den Kisten.
bevor ich da reingehe. Mal gucken, vielleicht zwischenzeitlich erstmal hier Rasen mähen und Büsche entfernen. Für eine freie Sicht halt, ne? Da ist noch eine. Da wird sich Hermes doch freuen. Der alte Strolch. Bestimmt so eine pro Gebiet oder irgendwie so. Aber dann hätte ich bei Athena, hätte ich dann eigentlich normalerweise die mitgenommen. Hätte ich noch. Ich dachte schon, ich hätte was gehört. Werde ich natürlich nochmal zwischenzeitlich in Ruhe gucken. Also gründlicher, frisst dann nicht so viel Zeit. Ich meine, gut, sind letztendlich eh nur Items. Da passiert ja wenig, ne? Ist ja so. Ah, da sind noch drei Apotheke-Prüfungen. Da sind noch diese zwei Zwischendinger, wofür wir die Fähigkeit jetzt haben. Und dann noch eine Endprüfung. Aber trotzdem nicht mehr viel. Hier ist noch weit. Ach, so eine verdeckte, ne? Die ist doch rot gewesen, glaube ich. Na gut. Aber trotzdem nicht ganz umsonst jetzt gewesen, die Aktion. Musste ich letztes Mal dran denken schon, wie gesagt, dass ich da ständig vorbeirenne einfach und durchrenne. Und gar nicht mich so umgucke wie in der Hauptspielwelt, ne? So zwischenzeitlich Sachen aufdecken, markieren, bla bla bla. Da hatte ich ein bisschen aus dem Fokus verloren. Na gut. Nächste finale Prüfung von Ares und da gibt es auch den Segen. Machen wir dann den nächsten Part, würde ich sagen. Passt dann zeitlich ein bisschen besser rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.